weißt, wie schwer das für mich ist. Ja, aber versuch es. Ihr werdet mich niemals kriegen. Oh, Schatz, Soul Train, lass trainieren. Komm, wollen wir tanzen? Ich muss jeden Tag rumtanzen, um Geld zu verdienen. Ich mag. Aber Sie spielen Boogie Oogie Oogie. Das ist unser Lied. Ach ja. Ja, damals auf der Junior High School. Kim Ayanellos Geburtstagsparty. Da lief der Song und du wolltest tanzen. Und du hast Nein gesagt. Ich war schüchtern. Du hast mir einen Stinkefinger gezeigt. Ich glaube, den habe ich damals jedem gezeigt. Na komm. Boogie Oogie Oogie, na Baby. Na gut, mal sehen, ob du mithalten kannst. Zeig's mir. Wollen wir Sportschau gucken? Ja. Wo ist Moppelchen? Doug, der ist weg zur Kfz-Stelle. Sein Führerschein muss erneuert werden. Wie schade. Ich habe gehofft, er hilft mir beim Rückenrasieren. Na, dann rufe ich ihn schnell an. Nein, nach 2 Jahren kommt's auf einen Tag nicht an. Ah, ja. Und was machst du da Schönes? Ich notiere mir ein paar Eselsbrücken fürs Examen. Eselsbrücken? Das finde ich bewundernswert. Es gibt nicht viele Juristen, die sich auf Tierschutz spezialisieren. Das bringt noch zu wenig Geld. Und was willst du heute so unternehmen? Das schöne Wetter draußen genießen? Oh, okay. Ich weiß, wann ich störe. Tut mir leid, Dad. Sie haben mir im Büro extra freigegeben, damit ich hier ungestört lernen kann. Schon klar, schon klar. Diese kleinen Spitzen sind unnötig. Okay, wo war ich eben? Kann ich das grüne Zeug in der Alufolie essen? Ja. Was ist mit den Dingern im Butterfach? Das sind Batterien, Dad. Ja, stimmt. Übrigens, Ma'am, ich bin Berufsfahrer. Geben Sie mir Ihren schwersten Test. Der Test ist für alle gleich. 15 der 20 Fragen haben Sie korrekt zu beantworten. Ich bitte Sie, machen wir es ein bisschen spannender. Sagen wir 18 von 20. Nein. Füllen Sie den Zettel da drüben aus. Sie haben 20 Minuten. 20 Minuten? Hoffentlich schaffe ich das. Na, 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 na. Hey, Sie sind doch Ray Barone, oder? Ja. Doug Heffernan. Ja. Ich habe Sie wiedererkannt von dem kleinen Foto über Ihrer Kolumne. Ja. Obwohl, in der Realität wirken Sie viel größer. Viel größer. Die Kolumne heute über die Knicks war klasse. Ja, danke. Ja. Danke. Psst. Was ist? Sie sind doch Berufsfahrer, nicht? Ja, ja. Wie weit muss man von einem Feuerhydranten parken? 5 Meter. Okay, danke. Wie ist die Höchstgeschwindigkeit im Bereich von Schulen? Ich weiß, bitte. Ich hatte einfach kaum Zeit zu lernen. Wir sind... Sie fuhren durch den Schulbezirk
Mit 25 Meilen pro Stunde. Und zwar höchstens. Was muss ich tun, wenn ich an einem Hang parke? Die parken an einem Hang und treten die Räder weg vom Bordstein. Damit der Wagen nicht rollen kann. Okay, danke. Henry, es reicht jetzt, okay? Gut. Da. Wie lange ist es erlaubt zu halten in einer Ladezone? Was? In einer Ladezone? Was ist damit? Halten, wie lange? Wie lange darf man in einer Ladezone halten? Hey! Ihren Test bitte. Ich hatte nur... Ich bin fertig. Haben dir den Führerschein entzogen? Es war Ray Barone. Oh ja? Kannst du dir vorstellen, wie piepegal mir das ist? Er hat mich gebeten, ihm bei ein paar Fragen zu helfen. Was hätte ich sagen sollen? Zum Beispiel nein. Oder ich brauche meinen Führerschein, weil ich damit mein Geld verdiene. Aber er kennt die Jets. Komm schon, Carrie. Was, wenn du da gestanden hättest und jemand bittet dich um Hilfe und es wäre Robert Urich? Robert Urich. Das ist doch dein Typ. Ja, er gefiel mir in dem einen Fernsehfilm, in dem er geschwommen ist. Du hättest ihm genauso geholfen, das weiß ich. Und du weißt es auch, also gib es schon zu. So viel Fairness erwarte ich von dir. Und wann kannst du den Test wiederholen? In einer Woche, dann kann ich schon wieder zur Arbeit gehen. Na, das ist ja zu verkraften. Ja, und solange ich im Haus bin, kann ich hier jede Menge machen. Ich werde alles mit Sandstrahl reinigen. Nein, weißt du, was du tun kannst? Du kannst meinen Vater beschäftigen, damit ich mal 2 Sekunden lernen kann. Nicht sandstrahlen? Nein, Schatz, er macht mich langsam wahnsinnig. Spiel Karten mit ihm oder setz dich auf ihn drauf. Mir ist alles recht. Na gut. Danke. Wollen wir es mal am helllichten Tag tun? Vielleicht heute Nacht. Ah, 6. Na dann mal los. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parkallee. Die werde ich kaufen. Okay, folgendes. Sie gehört schon mir. Es wird nicht geschummelt. Und du hattest eine 5. Okay, Scrabble. Vielleicht bleibt das hier auf dem Bett. Zack, Telefon! Leg auf, da stört! Nein, nein, ich komme! Nicht auflegen! Ich muss dringend mal mit einem normalen Menschen reden. Hallo? Ray? Aber wie? Was heute? Das wäre absoluter Wahnsinn. Warten Sie eine Sekunde, ja? Es ist Ray, der meinen Führerschein auf dem Gewissen hat. Hör zu, er will mich heute Abend mit zu den Jets nehmen. Heute? Das kannst du nicht machen. Was ist mit meinem Vater? Pressekabine, inklusive Essen. Aber er wird hochkommen, wenn du nicht aufpasst. Und er wird dastehen und mich angucken und Unsinn reden. Ach komm, ich werde das mit Dad regeln. Ich mach das Licht aus und dann schläft er. Es ist 5:45. Er ist wie ein Hahn. Wenn es dunkel ist, denkt er, es ist Nacht. Meinetwegen, verschwinde. Okay, Ray, ich bin dabei. Hören Sie zu. Sie nehmen den Highway nach Woodhaven. Ja, in Woodhaven fahren Sie runter. Ja, und dann die erste rechts. Oh Mann, das wird gigantisch. Ich kann's kaum erwarten. Ray, Sie hätten mir das nicht alles kaufen sollen. Naja, ich habe ihm ein schlechtes Gewissen. Und den Wackeldackel wollen Sie wirklich nicht? Ich bin nicht der Typ für Wackeldackel. Ich verstehe, dass diese Kopfbewegung... Ja, nicht... ja, natürlich, ne? Ja, ja. Das ist nervig. Mann, scharfer Schlitten. Gefällt er Ihnen? Ja. Hey, wollen Sie ihn fahren? Das kann ich nicht. Er hat aber ein Zahnstangengetriebe, was immer das ist. Ich bekomme meinen Führerschein morgen erst wieder. Bis morgen sind es noch 4 Stunden. Kommen Sie, ich will Ihnen eine Freude machen. Ich habe außerdem im ersten Quarter was getrunken und bin noch nicht ganz wieder nüchtern. Ha? Okay, aber nur bis zur Brücke. Ja, bis zur Brücke. Gut, ich rufe meinen Bruder. Robert! Hey, Robert!
Wieso lässt du ihn fahren? Er mag den Wagen, deswegen lasse ich ihn fahren. Gut, nicht? Soll das ein Witz sein? Das ist besser als Sex. Und verbraucht weniger Öl. Und er macht keine blöden Bemerkungen. Und er hört nicht mittendrin auf, um mal nach den Kindern zu gucken. Ja, ja. Und du musst nicht mit ihm reden, nachdem du eingeparkt hast. Ich mag den Wagen auch, aber mich lässt du nie fahren. Das ist eine besondere Situation. Aha, ich verstehe. Ich bin dein Bruder und er ist ein völlig Fremder. Okay, alles klar. Das kannst du nicht verstehen. Du weißt nicht, wie das zusammenhängt. Ich verstehe nur, dass er einen Jetsbrieföffner gekriegt hat und ich nicht. Was ist das Nächste? Kriegt er meinen Stuhl beim Weihnachtsessen? Ja, genau, Robert. Ich habe vor, ihn zu meinem Ersatzbruder zu machen. Die Scherze sind wirklich böse und verletzend. Entspann dich wieder, okay? Ich habe nur versucht, Duck ein bisschen aufzuheitern. Wegen mir ist er sein Führerschein los. Das heißt, er verfügt nicht über eine gültige Erlaubnis, ein Kraftfahrzeug zu fahren? Technisch gesehen nicht, aber morgen bekomme ich ihn wieder. So, ich verstehe. Also morgen würden Sie bitte rechts ranfahren und anhalten. Oh nein, warte, Robert, jetzt fang nicht mit dieser Aria. Du dich da raus, Raymond. Diese Sache geht dich nichts an. Würdest du bitte rüber? Rechts ran. Oh nein. Rob! Was ist denn los? Ich muss Ihnen was gestehen. Er ist ein Cop. Dürfte ich bitte Ihren Führerschein sehen? Kannst du nicht irgendwas sagen? Fahrer mit Hut. Ich finde wirklich, er hätte blinken sollen. Jetzt sag mal wieder irgendwas. Na schön, was möchtest du hören, Doug? Du fährst Auto in Gegenwart eines Cops. Nette Nummer. Dein Führerschein ist für eine weitere Woche weg. Wie günstig. Und die $700 Geldstrafe zahlen wir lächelnd aus unserer Kaffeekasse. Ich wollte nicht. Ray wollte mich unbedingt fahren lassen, um sein Gewissen zu beruhigen. Warum interessiert dich Rays Gewissen? Ich mag ihn. Er mag mich. Er hat mich sogar für Freitag eingeladen. Was ist? Du hast doch nicht allen Ernstes vor, nochmal mit diesem Typen wegzugehen, oder? Er will mich mit zu den Rangers nehmen. Doug, Schatz, dieser Ray ist nicht der richtige Mann für dich. Er ist ein toller Kerl. Er ist der Nagel zu deinem Sarg. Ich liebe dich und ich möchte mit dir alt werden. Verlass diesen Mann, solange ich noch Kinder kriegen kann. Taufen wir sie Ray. Hi, Sie sind mit den Heavenans verbunden. Doug? Carrie? Und der alte Archie? Sind im Moment nicht da. Hinterlassen Sie eine Nachricht, wir rufen zurück. Hi, Doug. Hier ist Ray. Das mit gestern tut mir sehr leid. Sind Sie da? Na kommen Sie, es ist 7:30. Sie müssen da sein. Nehmen Sie an. Sei stark. Doug, nehmen Sie ab, Doug. Hey, das Jets-Spiel hat Ihnen doch Spaß gemacht, nicht? Ob's im Knast auch Spaß macht? Also, was ist mit dem Ranger-Spiel? Wir können danach in die Garderobe gehen. Sie dürfen Ihnen die Seife in die Dusche bringen. Über sowas musst du lächeln? Hey, nehmen Sie ab, Doug. Machen Sie schon. Nehmen Sie ab. Nehmen Sie ab, Mann. Nehmen Sie ab. Nehmen Sie ab, nehmen Sie ab, nehmen Sie ab. Das ist mein Douglas. Hey. Wie kommen Sie denn hierher? Ich war in Ihrer Firma. Sie sagten, Sie wären vielleicht hier. Sie antworten ja nicht auf meine Anrufe. Ray, das ist nichts Persönliches. Es ist nur, meine Frau will nicht, dass wir uns wieder treffen. Ich lasse mich aber nicht ignorieren.
Sehen Sie, Ray, ich meine, verstehen Sie ernsthaft, Sie wollen mich aufmuntern und dafür bin ich dankbar. Aber vielleicht wäre es besser, wenn unsere Wege sich trennen. Nein, hören Sie, so geht das nicht. Sie kennen mich nicht. Ich kann solche Schuldgefühle nicht ertragen, okay? Ich schlafe nicht mehr, ich habe Ausschlag. Einiges ist geschwollen. Bitte, Doc, lassen Sie es mich wieder gut machen, bitte. Das ist nicht nötig. Nicht für Sie, aber für mich. Ich, mögen Sie Steaks? Ich lasse Ihnen ein paar Angus-Steaks schicken. Oh, Sie meinen die Riesendinger aus Oma? Ja, ja, ja. Sie packen sie in Trockeneis. Sie sind herrlich. Die sollen zart wie Butter sein. Ja, wunderbares Fleisch. Perfekt marmoriert. Ray, es geht nicht. Meine Frau würde wissen wollen, wo die herkommen. Und dann, gibt's einen Mordsärger. Ihre Frau braucht nicht zufällig neue Reifen. Würden Sie wohl aufhören? Sie müssen wirklich nichts für mich tun. Sehen Sie, morgen kann ich meinen Test nochmal machen und dann kriege ich meinen Führerschein wieder und dann ist der Mist vergessen. Oh, okay, ich habe da eine Idee. Morgen früh setze ich mich in ein Taxi und fahre zu Ihnen. Dann fahren wir zwei zusammen mit Ihrem Wagen zur Zulassungsstelle. Und danach, wenn alles gelaufen ist, können Sie sofort damit losfahren. Hören Sie, wenn meine Frau... Bitte, ich brauche das, ja? Gut, um 8 an der Ecke. Gut, danke, Mann. Ray? Ja? Schicken Sie die Steaks bitte als Geschenk von Onkel Hank. Hi, Dad. Keine Panik. Ich will dich nicht vom Lernen abhalten. Ich dachte, du könntest etwas Nervennahrung gebrauchen und einen Tee, damit es besser flutscht. Weißt du noch? Gib den Whisky weg und mach mir einen schwarzen Tee. Kennst du den nicht? Den Kerl mit der Bürste und den Ketten? Macht ja nichts, fiel mir nur so ein. Eigentlich wollte ich damit um Entschuldigung bitten für mein Generve in letzter Zeit. Halb so wild, Dad. Hey, ich weiß, wie du ihn am liebsten trinkst. Mit einer frischen Zitronenscheibe. Mhm, wundervoll. Sollst du haben. Guten Morgen, Baby. Hey, heute ist ein Freudentag. Du kriegst deinen Führerschein wieder. Ja, wird doch Zeit. Ich habe meinen schönen Transporter so furchtbar vermisst. Aber die 7 qualvollen Jahre sind vorbei. Ich habe wieder Shorts an wie ein echter Mann. Power! Ich fahre dich eben rum. Nein, brauchst du nicht. Ich komm schon hin. Darf ich fragen, wie? Ich dachte, ich laufe ein Stück und dann fällt mir schon noch was ein. Entschuldige, mein Schatz. In diesem Haus gibt's keine Zitronen. Ist okay, Dad. Warte. Wo sind meine Gedanken? Nicht weit von hier gibt es doch einen wunderschönen Zitronenbaum. Der aber unseren Nachbarn gehört. Na und? Dafür werfen diese Schweine ihren Dreck in unsere Mülltonnen! Sie wollen nicht, dass man ihr Obst klaut. Und ganz genau deswegen haben sie einen Rottweiler. Und ich habe Pfefferspray. Mein Baby soll Tee mit Zitronen trinken. Zwanzig von zwanzig, Mr. Super, Superhirn. Ja. Ich habe auch noch ein kleines Essay über Geschwindigkeitsbegrenzungen verfasst. Kriege ich dafür ein kleines Lächeln? Tut mir leid, aber hier vergeht einem das Lächeln. Hier ist Ihr vorläufiger Führerschein. Den fertigen bekommen Sie per Post. Ich danke Ihnen. Es ist vorbei. Mann, endlich kann ich wieder schlafen und der Ausschlag wird auch weggehen. Wenn Sie wollen, setze ich Sie zu Hause ab. Nicht nötig, es kommt gleich jemand und holt mich ab. Check, also dann. Vielleicht sehen wir uns irgendwann. Ja, wäre schön. Oh. Bis bald. Dann gehen wir zu einem Spiel. Ja, versprochen. Vorsicht, Doc. Ja, schon gut, ich kenne mich hier aus. Wiedersehen. Trottel, haben Sie überhaupt einen Führerschein? Oh, Dad, nein. Musik.
maß ich nun, lugte aus einem Wäschestapel hervor und sah, wie der Hoteldiener mit seinem gewaltigen Gemächt meine Schwester und meine Frau gleichzeitig befriedigte. Okay, ich bin müde, ich werde mal schlafen gehen. Willst du noch irgendwas? Nein, danke, ich habe vorhin ein Schmerzmittel genommen, ich schlaf gleich. Ist gut, aber pass auf mit diesen Pillen, die verderben den Appetit. Oh, hi, Schatz. Tut dein Hals noch sehr weh? Ja, ziemlich. Ich verstehe das immer noch nicht. Wie kann man denn nur aus dem Bus stürzen? Die unterste Stufe war nass. Oh, das fühlt sich gut an. Komm her. Oh ja. Hey, Doug, was hat dich denn so heiß gemacht? Dein Vater. Okay. 5 Minuten, hoffentlich schaffe ich das. Na, 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 na. Oh, da. Oh. Oh, das war ja das Wort. Badam, badam, badam. Hey, Sie sind doch Ray Barone, oder? Ja. Doug Heffernan. Ja. Yeah. Ich habe Sie wiedererkannt von dem kleinen Foto über Ihrer Kolumne. Ja. Obwohl, in der Realität wirken Sie viel größer. Viel größer. Die Kolumne heute über die Knicks war klasse. Ja, danke. Ja. Danke. Psst. Was ist? Sie sind doch Berufsfahrer, nicht? Ja, ja. Wie weit muss man von einem Feuerhydranten parken? 5 Meter. Okay, danke. Wie ist die Höchstgeschwindigkeit im Bereich von Schulen? Ich weiß, bitte. Ich hatte einfach kaum Zeit zu lernen. Es sind unnötig. Okay, wo war ich eben? Kann ich das grüne Zeug in der Alufolie essen? Ja. Was ist mit den Dingern im Butterfach? Das sind Batterien, Dad. Ja, stimmt. Übrigens, Ma'am, ich bin Berufsfahrer. Geben Sie mir Ihren schwersten Test. Der Test ist für alle gleich. 15 der 20 Fragen haben Sie korrekt zu beantworten. Ich bitte Sie, machen wir es ein bisschen spannender. Sagen wir 18 von 20. Nein. Füllen Sie den Zettel da drüben aus. Sie haben 20 Minuten. 20 Minuten? Hoffentlich schaffe ich das. Na, 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 na. Oh, da. Oh. Oh, das war ja das Wort. Badam, badam, badam. Hey, Sie sind doch Ray Barone, oder? Ja. Doug Heffernan. Ja. Yeah. Ich habe Sie wiedererkannt von dem kleinen Foto. 6:30, Sie müssen da sein. Nehmen Sie ab. Sei stark. Doug, nehmen Sie ab, Doug. Hey, das Jets-Spiel hat Ihnen doch Spaß gemacht, nicht? Ja. Ob es im Knast auch Spaß macht? Also, was ist mit dem Ranger-Spiel? Wir können danach in die Garderobe gehen. Sie dürfen Ihnen die Seife in die Dusche bringen. Über sowas musst du lächeln? Hey, nehmen Sie ab, Doug. Machen Sie schon. Nehmen Sie ab. Nehmen Sie ab, Mann. Nehmen Sie ab. Nehmen Sie ab, nehmen Sie ab, nehmen Sie ab. Das ist mein Douglas. Hey. Wie kommen Sie denn hierher? Ich
Ich war in Ihrer Firma. Sie sagten, Sie wären vielleicht hier. Sie antworten ja nicht auf meine Anrufe. Ray, das ist nichts Persönliches. Es ist nur, meine Frau will nicht, dass wir uns wieder treffen. Ich lasse mich aber nicht ignorieren. Sehen Sie, Ray, ich meine, verstehen Sie ernsthaft, Sie wollen mich aufmuntern und dafür bin ich dankbar. Aber vielleicht wäre es besser, wenn unsere Wege sich trennen. Nein, hören Sie... Power! Ich fahre dich eben rum. Hm? Nein, brauchst du nicht. Ich komm schon hin. Darf ich fragen, wie? Ich dachte, ich laufe ein Stück und dann fällt mir schon noch was ein. Entschuldige, mein Schatz. In diesem Haus gibt's keine Zitronen. Ist okay, Dad. Warte. Wo sind meine Gedanken? Nicht weit von hier gibt es doch einen wunderschönen Zitronenbaum. Der aber unseren Nachbarn gehört. Na und? Dafür werfen diese Schweine ihren Dreck in unsere Mülltonnen! Sie wollen nicht, dass man ihr Obst klaut. Und ganz genau deswegen haben sie einen Rottweiler. Und ich habe Pfefferspray. Mein Baby soll Tee mit Zitronen trinken. Zehn, neunzehn, zwanzig. Mr. Super, Superhirn. Yeah. Ich habe auch noch ein kleines Essay über Geschwindigkeitsbegrenzungen verfasst. Kriege ich dafür ein kleines Lächeln? Tut mir leid, aber hier vergeht einem das Lächeln. Hier ist Ihr vorläufiger Führerschein. Den fertigen bekommen Sie per Post. Ich danke Ihnen. Es ist vorbei. Mann. Warum interessiert dich Rays Gewissen? Ich mag ihn. Erinnert mich? Er hat mich sogar für Freitag eingeladen. Was ist? Du hast doch nicht allen Ernstes vor, nochmal mit diesem Typen wegzugehen, oder? Er will mich mit zu den Rangers nehmen. Doug, Schatz, dieser Ray ist nicht der richtige Mann für dich. Er ist ein toller Kerl. Er ist der Nagel zu deinem Sarg. Ich liebe dich und ich möchte mit dir alt werden. Verlass diesen Mann, solange ich noch Kinder kriegen kann. Taufen wir sie, Ray. Hi, Sie sind mit den Heavenans verbunden. Doug? Carrie? Und der alte Artie? Sie sind im Moment nicht da. Hinterlassen Sie eine Nachricht. Wir rufen zurück. Hi, Doug. Hier ist Ray. Das mit gestern tut mir sehr leid. Sind Sie da? Na kommen Sie, es ist 6:30. Sie müssen da sein. Nehmen Sie an. Sei stark. Doug, nehmen Sie ab, Doug. Hey, das Jets-Spiel hat Ihnen doch Spaß gemacht, nicht? Ob's im Knast auch Spaß macht? Also, was ist... Wo ist Moppelchen? Doug, der ist weg zur Kfz-Stelle. Sein Führerschein muss erneuert werden. Wie schade. Ich hab gehofft, er hilft mir beim Rückenrasieren. Na, dann rufe ich ihn schnell an. Nein, nach 2 Jahren kommt's auf einen Tag nicht an. Und was machst du da Schönes? Ich notiere mir ein paar Eselsbrücken fürs Examen. Eselsbrücken? Das finde ich bewundernswert. Es gibt nicht viele Juristen, die sich auf Tierschutz spezialisieren. Das bringt noch zu wenig Geld. Und was willst du heute so unternehmen? Das schöne Wetter draußen genießen? Oh, okay. Ich weiß, wann ich störe. Tut mir leid, Dad. Sie haben mir im Büro extra freigegeben, damit ich hier ungestört lernen kann. Schon klar, schon klar. Diese kleinen Spitzen sind unnötig. Okay, wo war ich eben?
kann ich das